Dynamo TV wird präsentiert von Asti. Stefan Kutschke anrufen. Stefan Kutschke wird angerufen. Kochi, der lebt auch noch, jetzt wo er mal gewonnen hat, ruft er mich an. Kochi, grüß dich. Ich grüße dich, Stefan. Kennst du mich noch? Wir haben doch mal zusammen beim gleichen Verein gespielt. Na, Gerstorf? Du hast bei Gerstorf gespielt, oder was? Kunde Mensch, jetzt spiele ich bei Dü. Was gibt's? Erzähl. Ach, alles gut soweit. Wie du mitbekommen hast, jetzt in Zwickau. Neues Stadion, wieder dritte Liga, Rückrundenerster. Letzte Woche noch eine geile Bude gemacht und gestern aus Derby gewonnen. Aber bei uns klemmt der Schuh ein bisschen, finanzielle Probleme. Aber das kennst du ja aus Dynamo-Zeiten. Ja, hab schon gehört, aber wie kann ich dir helfen? Also ich habe mitbekommen, ne, dass ein paar Jungs und Mädels aus Dresden und Zwickau auch mal gerne einen zusammen naschen und die Fans natürlich eine dicke Freundschaft verbindet. Ja, klar, das weiß ich ja selbst. Und meinst du, wir kriegen das vielleicht auch hin? Einen zusammen naschen? Gerne. Ja, das auch. Nee, aber ich würde sagen, die Freundschaft hochleben lassen. Ich habe mal geschaut, ihr habt, glaube ich, frei an dem Wochenende. Sonntag, 26. März, ein Spiel gegeneinander bei uns in Zwickau? Ja, frage ich mal an, aber ich glaube, das geht bei den Jungs klar. Sonntag muss auch keiner arbeiten. Ja klar, komm, ich sag meinen Kumpels Bescheid und bring das lila Schwein mit. Und du kümmerst dich um die Karten und das Bier, oder was? Ist ausverkauft. Ausverkauft? An die da drüben, oder was? Was spielt denn sich da ab? Ach ja, nee, war ein Spaß, ne? Nee, aber mal ohne Spaß. Wäre doch schön, wenn das Stadion mal wieder ausverkauft wäre, oder? Auf jeden Fall. Ja, das muss auf alle Fälle das Ziel sein. Also Kochi, wir sehen uns dann am 26.03. Geht klar. Lila Schwein, meine Kumpels und du, Karten und Bier. Alles klar, halt die Ohren steif. Bis dahin, ciao. Tschüss.